Grüß euch. So, ratet mal, wer heute in unserer Bildungsstätte gewesen ist. Ja, wir hatten heute eine Vorlesung von der Jungbuchautorin Gudrun Pausewang. Und das werdet ihr gleich sehen, oder? Ja, in einem Interview. Also, wie sind Sie zum Schreiben gekommen und wann haben Sie gewusst, dass Sie genau das machen wollen? Schon als Kind habe ich gewusst, dass ich Schriftstellerin werden will. Und schon als Schülerin habe ich Texte geschrieben, aber noch nicht veröffentlicht. Also wir haben Ihr Buch Die Wolke im Unterricht gelesen und was hat Sie dazu bewogen, dieses Buch zu schreiben? Ich habe 5 Minuten vor der ersten Tschernobyl-Erwähnung der Katastrophe in den Medien noch nicht im Traum dran gedacht, so ein Buch zu schreiben, aber dann als Tag für Tag die Nachrichten gemeldet haben, was da alles passiert war, auch bis zu uns passiert war in Mitteleuropa, da habe ich mir natürlich gedacht, wie sähe so eine Katastrophe aus, wenn sie nicht 1500 Kilometer von unseren nationalen Grenzen entfernt in einer dünn besiedelten Gegend, sondern mitten in unserer dicht besiedelten Bundesrepublik passiert wäre. Und ich dachte, eigentlich müsste man davor warnen. Und so habe ich an ein Buch gedacht, denn womit kann ich als Schriftstellerin warnen? Natürlich nur mit einem Buch. Und für Erwachsene gab es aber schon Bücher, die gewarnt haben. Und ich dachte, auch Jugendliche haben das Recht, Bescheid zu wissen, was da für eine Gefahr unter Umständen auf sie zukommt. Und das war die Motivation, dann das als Jugendbuch zu schreiben. Also was würden Sie als Ihr fröhlichstes Buch beschreiben? Mein fröhlichstes Buch? Da habe ich einige sehr heitere Bücher, zum Beispiel unter anderem Roller und Rosenkranz oder Aufstieg und Untergang der Insel Delfina oder der Spinatvampir. Arbeiten Sie gerade an einem Buch? Nein, aber auch wenn ich daran arbeiten würde, würde ich nicht darüber reden. Ich spreche immer erst über ein Buch, wenn es schon unter Vertrag steht. Danke. Bitte schön. Danke.